Glyphosat ist das weltweit am häufigsten eingesetzte Pestizid. Rückstände finden sich in der Umwelt und mittlerweile auch in unseren Lebensmitteln wieder. Im März 2015 wurde Glyphosat von der Internationalen Agentur für Krebsforschung, IARC, und von der Weltgesundheitsorganisation, WHO, als wahrscheinlich für den Menschen krebserregend eingestuft. In Widerspruch dazu schlugen das Deutsche Bundesinstitut für Risikobewertung und die Behörde für Lebensmittelsicherheit vor, Glyphosat als nicht krebserregend zu klassifizieren. Dies ebnete den Weg für eine erneute Zulassung. Zu diesen Themen und brisanten Fakten, die jetzt mehr und mehr ans Licht kommen, ist gerade ein Buch erschienen. Die Akte Glyphosat von Dr. Helmut Burtscher-Schaden, der bei der österreichischen Umweltorganisation Global 2000 arbeitet. Ich bin jetzt hier in Österreich, in Wien, um ihn zu diesem Thema zu befragen. Und mich interessiert es, wie sind Sie dazu gekommen, das Buch zu schreiben und sich auch mit einem Konzern wie Monsanto anzulegen? Für mich hat das Thema an Brisanz gewonnen, als die WHO, die Krebsforschungsagentur der Weltgesundheitsorganisation, im März 2015 Glyphosat als wahrscheinlich für den Menschen krebserregend eingestuft hat. Und das war ja ein Jahr, nachdem eine europäische Behörde, nämlich das Deutsche Bundesinstitut für Risikobewertung, an die Öffentlichkeit getreten ist und gesagt hat, Glyphosat sei nicht krebserregend, Glyphosat sei nicht DNA-schädigend und nicht fruchtbarkeitsschädigend. Da können wir uns sicher sein bei all diesen Daten. Also das hat der Vertreter der Behörde damals gesagt beim öffentlichen Symposium. Und da hat sich für mich, nachdem ich mich jetzt seit 15 Jahren mit dem Thema Pestizide, Chemikalien im Allgemeinen und eben wie wir Menschen und Umwelt vor ihren gefährlichen und schädlichen Auswirkungen schützen können, auseinandergesetzt habe, hat mich das schon sehr gewundert. Ja? Wie kann das kommen? Also wie das kommen kann, war mir gar nicht so überraschend. Ja? Aber mich hat vor allem interessiert, was sind jetzt wirklich die konkreten Hintergründe für diesen enormen Widerspruch. Die einen sagen, das ist schwarz, die anderen sagen, das ist weiß. Ja? Und dann hat mich natürlich interessiert, wie geht es weiter? Und wie das dann weitergegangen ist, hat mich dermaßen auch bewegt und aufgewühlt und geärgert und teilweise auch wütend gemacht, ja? Dass ich mir überlegt habe, wie gehe ich damit um? Und es waren Geschichten, die sich nicht in einer einfachen Presseaussendung oder in einem kleinen Webartikel sozusagen beschreiben ließen. Ja? Und so ist langsam in mir die Idee gewachsen, ein Buch zu schreiben. Den Behörden lagen insgesamt 12 Studien an Ratten und Mäusen vor, von denen insgesamt 7 signifikante Anstiege von Tumoren unter Einfluss von Glyphosat hatten. Die EU-Behörden haben sich dann aber unter äußerst zweifelhaften Argumenten darüber hinweggesetzt. Aber nach dem geltenden EU-Recht reichen ja 2 Studien, ganz also unabhängig voneinander, an Versuchstieren aus, um eine Substanz als krebserregend einzustufen. Also die Frage, die hier wirklich ja, ganz offensichtlich ist, warum ist Glyphosat immer noch zugelassen? Also wir haben in Europa, ich habe sogar ein Kapitel danach genannt, das beste Pestizidgesetz der Welt. Das ist 2009 in Kraft gesetzt worden und wurde von uns Umweltschützern und von Konsumentenschützern und auch Ärzteorganisationen wirklich als ein Fortschritt gewertet, weil unter anderem da drinnen der sogenannte gefahrenbasierte Ansatz verankert ist. Das heißt, man ist weggegangen von dem Prinzip, man bewertet Risiken, ja, für den Menschen, die ganz schwer einzuschätzen sind, sondern man schaut sich den Stoff an und wenn der Stoff die Eigenschaft hat, Krebs auslösen zu können oder mutagen zu sein, ja, dann muss er verboten werden. Und was hier sozusagen ausschlaggebend ist, ist der Beweis im Tierexperiment. Ja. Und auf der Ebene hat die WHO gesagt, gibt es ausreichende Beweise und die europäischen Behörden haben gesagt, wir haben da nicht einmal Hinweise dafür. Ja. Und wenn jetzt die Krebsforscher der WHO, die wirklich ja, im Prinzip die besten Leute der Welt einberuft für ihre Bewertungen, jetzt nicht völlig daneben stehen, ja, und irgendeinen Blödsinn da gemacht haben, dann müsste die Europäische Union
anfangen nachzudenken, was ist passiert. Ja? Sie haben das ja auch gemacht. Sie haben gesagt, wir werden jetzt noch einmal warten und unsere Behörde muss jetzt die WHO Krebseinstufung noch mal bewerten. Da wurde dann gewartet, bis die WHO ihren Bericht veröffentlicht. Das hat noch ein paar Monate gedauert, die sogenannte Monographie. Und dann hat eine europäische Behörde diese Monographie bewertet. Und danach eigentlich fast in allen Punkten der WHO Recht geben müssen. Also wirklich, das war nämlich so, das muss man sich vorstellen. Die haben ursprünglich gesagt, also die Hersteller, das war ja Monsanto, der erste Hersteller und Patentinhaber von Glyphosat, dieses US-amerikanische Pestizid- und Chemiekonzern, hat, als er Glyphosat auf den Markt brachte, Studien einreichen müssen. Das waren eben Studien, wo man Labormäuse gefüttert hat, und unter anderem mit Glyphosat und ohne Glyphosat, und dann festgestellt hat, die mit glyphosathaltigem Futter gefüttert wurden, haben öfter Tumoren entwickelt als die anderen. Ja? Diese Studien haben auch unsere Behörden bewertet und gesagt, naja, eine einzige Studie zeigt dann einen Effekt, die anderen alle nicht. Dann mussten sie sich auseinandersetzen mit der WHO, die gesagt hat, alle zeigen das. Und dann hat die Behörde zugegeben, ja, stimmt, alle Mausstudien zeigen diese Effekte. Wir haben ursprünglich den statistischen Auswertungen der Hersteller vertraut. Also da steht wirklich wortwörtlich dieser Satz in ihrem Ergänzungsbericht drinnen. Und jetzt wird man sich denken, okay, Riesenskandal, die Behörde hat keine Bewertung gemacht, sie hat letztlich den Herstellern vertraut, nicht einmal bei den sensibelsten Studien nachgerechnet und es wird verboten. Ne? Aber nein, die Behörde hat jetzt angefangen rum zu argumentieren, warum, obwohl diese Studien alle signifikante Effekte zeigen, Krebseffekte, dennoch nicht wirklich ernst zu nehmen seien. Ja? Und hat angefangen, die Studien, mit denen die Industrie beweisen muss, dass ihr Produkt ungefährlich ist für sie und für mich und für unsere Kinder und für die Umwelt und für alles, diese Studien als nicht zuverlässig oder nicht so richtig gut gemacht, ja, hinzustellen und zu sagen, damit ist Glyphosat aus dem Schneider. Also völlig unglaublich. Ja? Und das habe ich in meinem Buch versucht, auch so nachvollziehbar zu machen, dass man es wirklich anhand des Verhaltens der Behörden auch nachvollziehen kann und auch die Hintergrundinformationen hat. Also der Anhang ist auch relativ lang, auch wenn man sich den nicht durchlesen muss. Ja. Gibt es ein Land, wo Glyphosat wirklich jetzt schon verboten ist, wo es nicht mehr eingesetzt wird? Ich glaube, dass die Bermudas irgendwann einmal Glyphosat verboten haben, aber dann wieder eingeführt. Es gibt wirklich ganz, ganz wenige Länder auf dieser Welt. Also kein Pestizid ist dermaßen anerkannt als ungefährlich gewesen über Jahrzehnte lang. Und auch das versuche ich in meinem Buch ein bisschen darzustellen, weil es gibt überhaupt keinen Anlass, Glyphosat für ungefährlich zu halten. Aber sogar ich habe jahrelang diesem Märchen geglaubt. Also nicht ungefährlich, weil ich weiß, dass jedes Pestizid, jedes Gift, das man ausbringt, ein Eingriff ist, ja, und Folgen hat. Aber im Vergleich zu anderen Pestiziden hielt ich es immer für besonders, also herausragend wenig gefährlich. Bin also selber dem Monsanto-Märchen aufgesessen und bei den Recherchen zum Buch habe ich dann wirklich ein bisschen verstanden, wie gut die das angestellt haben, weil die sind einmal zuerst mit gefakten Krebsstudien auf den Markt gekommen. Jetzt kann man sagen, das haben sie vielleicht nicht gewusst, aber das Labor, in dem die ersten Krebsstudien mit Mäusen gemacht worden sind, das musste dann ein paar Jahre später zusperren und die leitenden Wissenschaftler sind ins Gefängnis gewandert. Das war damals der größte Wissenschaftsbetrugsfall in den USA, vielleicht bis heute. Monsanto war übrigens verwickelt in diesen Betrug, weil ein Monsanto-Wissenschaftler dann auch ins Gefängnis gegangen ist. Der ist nämlich, hat bei Monsanto gekündigt, hat in dem Labor eine Monsanto-Studie betreut und ist dann ein Jahr später wieder zurück zu Monsanto, nachdem er diese Studie durchgebracht hat. Ja. Monsanto selber ist nichts passiert. Glyphosat hat mit Studien aus diesem Labor seine Markteinführung geschafft und erst Jahre später hat man dann festgestellt, nämlich die US-Behörde, dass man aus diesen Studien überhaupt keine Aussage ableiten kann, ob das jetzt Krebs erzeugt oder nicht, weil das wurde gar nicht gescheit untersucht. Dann hat man Wiederholungsstudien angeordnet und die haben dann ganz klar gezeigt, Glyphosat ist krebserregend. Und tatsächlich wurde Glyphosat als krebserregend eingestuft, nämlich als möglicherweise bei Menschen krebserregend, laut der damaligen US-amerikanischen Skala.
Und das hätte bedeutet eigentlich Schluss mit Glyphosat, weil damit dieses Pestizid nicht mehr mit Lebensmitteln in Kontakt kommen hat dürfen. Ja. Aber Monsanto hat es verstanden, über einen Zeitraum von 6 Jahren die Behörde dermaßen unter Druck zu setzen, ja, mit allen möglichen Tricks, ja, die ich dann eben ein bisschen recherchiert habe und ich behaupte jetzt mal Betrügereien auch, ja, und gekauften Wissenschaftlern. Ob das jetzt Betrügereien wirklich sind, werden wir vielleicht sogar noch erleben oder so im Ende dieses Jahres oder nächsten Jahres, weil ein Fall, den ich recherchiert habe, dann ein paar Monate später auf einmal in einem US-Gerichtsverfahren aufgetaucht ist. Da geht es nämlich um einen Tumor, der einer Maus irgendwann angedichtet wurde und der die Statistik durcheinanderbracht hat. Also dieses System Zweifel generieren. Ja. Ja. Jedenfalls ist Monsanto leider erfolgreich gewesen. 1991 hat die Behörde sie eingeknickt, hat ihre Krebseinstufung zurückgenommen und Glyphosat hat einen Erfolgslauf hingelegt mit dieser Gentechnik, mit allen wirklich katastrophalen Folgen für die Menschen und für die Umwelt. Und jetzt steht Europa 40 Jahre später, ja, ist das 40 Jahre? Fast 40 Jahre, also nach der Markteinführung im Prinzip, vor der gleichen Frage, vor der die US damals gestanden sind. Und die Faktenlage ist so eindeutig. Okay. Wir stehen ja jetzt auch 2017, Ende diesen Jahres, auch nochmal vor einer großen Entscheidung. Wie schätzen Sie das ein, was die EU-Kommission noch weiter genehmigt, welche Tür sie aufhält, damit es sozusagen immer wieder eine neue Genehmigungswelle geben kann? Wie schätzen Sie das ein? Das ist eine spannende Frage. Ich hole jetzt ein bisschen weiter aus, weil als die WHO gesagt hat, wahrscheinlich krebserregend, hätte ich darauf gewettet, dass damit Glyphosat am Ende ist. Dann hat die Behörde im Auftrag der Kommission eine Evaluierung der WHO-Einstufung gemacht und gesagt, na, wir kommen mit unseren Methoden zu ganz was anderem und empfohlen eine Zulassung. Und alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union, bis auf einen, haben gesagt, Daumen nach oben, Glyphosat ist super. Also die alte Geschichte wiederholt. Ja? Nicht zugeben können oder wollen, dass man da offensichtlich eine falsche Bewertung gemacht hat. Und da ist für mich, habe ich mir gedacht, da muss ich jetzt mit allem, was ich kann, ja, und bin jetzt schon lang genug in diesem Geschäft, versuchen, da dagegen zu halten und habe eben auch eine Anzeige mit Unterstützung von Global 2000 und anderen Organisationen gegen die Behörden und gegen Monsanto gemacht. Also wir haben Strafanzeige gelegt in Berlin und so und wollten damit unbedingt noch vor dieser Entscheidung rauskommen, damit es am Tisch liegt, dass das wirklich ein Verstoß gegen die elementarsten europäischen Gesetze ist. Es ist uns gelungen. Wir haben viel, viel Applaus dafür gekriegt von einerseits von Wissenschaftlern, die sich genauso darüber aufgeregt haben, aber alle haben sie gesagt, damals politisch ist das leider verloren. Ja? Das ist gut, dass ihr das gemacht habt, aber das wird durchgehen. Ja? Und dann sind aber viele einzelne Sachen passiert, wie der Biertest vom Umweltinstitut München, die Harnproben, die eine private deutsche Initiative getestet hat, und dann die Europaparlamentarier, die sich dann auch untersuchen haben und auch alle Glyphosat im Hahn hatten. Ja. Und alles das zusammen hat dann dazu geführt, dass einige Mitgliedstaaten und vielleicht auch Entscheidungsträger dort angefangen haben, ein bisschen nachdenklich zu werden und sich zumindest enthalten haben. Wichtig war auch, dass in Deutschland die SPD gesagt hat, wir können diesem Vorschlag nicht zustimmen. Und da war wirklich das eigentlich völlig von allen für unmöglich gehalten wurde, ist dann passiert. Nämlich Glyphosat hat keine Mehrheit gefunden, aber auch keine Mehrheit, um es zu verbieten. Ja? Und da sind wir heute immer noch. Es hat danach beim zweiten und dritten Mal eben, war das jetzt wirklich ein großer Erfolg, dass es keine Zulassung gegeben hat. Wermutstropfen, sie haben es einfach verlängert, um dann die letzte sozusagen Instanz zu fragen, die Europäische Chemikalienagentur. Und die ist meines Erachtens, also ich habe die immer für unabhängiger und seriöser und integrer gehalten als die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit, die EFSA. Die EFSA in Fragen der Pestizide hat meines Erachtens immer ein bisschen Problem mit Objektivität, ist sehr stark
beeinflusst durch die Industrie. Ja, das hat er ja auch nicht zugegeben, oder hat er ja auch gesagt, Glyphosat ist auch nicht krebserregend. Richtig, die EFSA hat absolut Rückendeckung gegeben für das BfR. Also das war das erste Mal, wo ich mir dachte, das gibt es nicht. Ja? Wie können die, ja? Nachdem es auch aus der Wissenschaft wirklich den Aufschrei gegeben hat. Die Fakten waren damals schon am Tisch. Ja, jetzt haben alle nach Helsinki geschaut, wo diese europäische Chemikalienagentur ist, die im Jahr 2017 sozusagen das Machtwort hätte sprechen sollen. Da ist dann ein Kollege von mir, ein Toxikologe, der sich ehrenamtlich bei PAN Germany, also Pesticide Action Network Germany, engagiert und wirklich sich in all diesen Fragen der Gefahren- und Risikobewertung super auskennt, ist dort sogar als Beobachter gewesen. Also ein transparenter Prozess, würde man meinen, oder war es wahrscheinlich auch, aber kein sauberer Prozess, unserer Meinung nach, weil am Ende haben 28 Vertreter aus 28 Mitgliedstaaten einstimmig gesagt, Glyphosat ist nicht als vermutlich krebserregend einzustufen, was jetzt die WHO gesagt hat, das ist so die gleiche, die ganz genau die gleichen Kriterien hat die ECHA wie die WHO. Also auch wortident hat das europäische Gesetz von der WHO übernommen. Ja. Aber kommen wir zum anderen Ergebnis. Sie haben nicht einmal gesagt, möglicherweise, also sogar die Möglichkeit, dass es krebserregend ist, konnten die ausschließen. Die haben gesagt, nicht krebserregend. 28 Vertreter. Und das war für mich eben, ich beschreibe es in meinem Buch, der schwärzeste Tag. Also ich es bin. Das ist dann einfach sehr deutlich, was sich da denn doch tut. Das ist sehr deutlich und dennoch, ich weiß nicht, was es ist. Ja? Ich kann nicht sagen, ist es Gruppendynamik? Sind diese Vertreter so gut vorbereitet worden von ihren Ministerien? Ja? Dass es da keine Sicherheit gibt. Also diese Möglichkeit müsste ja schon mal da sein, dass man sich nicht sicher ist. Mhm. Also auch die 28 Mitgliedstaaten. Mhm. Das Schlimme ist, und das weiß ich, dass das auch eine Vertreterin dort gesagt hat, wir haben auch Stoffe schon zugelassen, die noch, wo die Datenlage viel eindeutiger ist und viel problematischer. Ja? Und das glaube ich Ihnen leider sogar. Ja? Also das heißt, dieses wir sind uns nicht sicher, dürfte kein Argument sein, wobei ich glaube, dass es bei Glyphosat noch andere Komponenten hat, weil ja, die Datenlage wirklich sehr, sehr stark ist und vor allem die Gesetzeslage ist so klar. Und das Gesetz wurde jetzt nicht gewürfelt, ja, sondern da haben damals, ich glaube, ich weiß nicht, ob das damals schon 28 Mitgliedstaaten waren, jedenfalls bis auf Großbritannien meines Wissens alle Mitgliedstaaten haben dem Vorschlag der Kommission zugestimmt und das Parlament auch, dass Stoffe, die eben krebserregend sind oder die das Erbgut schädigen, nicht zugelassen werden dürfen. Das ist relativ einfach. Es werden ja schon homöopathische Mittel vom Markt genommen, weil man sagt, das wollen wir mal lieber nicht oder Phytotherapie. Also da ist man sich, das geht dann doch relativ schnell. Ich würde ganz gerne noch darauf zu sprechen kommen. Das haben Sie mir gezeigt und haben gesagt, das alles, was hier rot gemarkert ist. Genau. Das kann man einfach mal Das ist die Vorlage. Ja. Das ist der Zulassungsantrag von Monsanto, das Kapitel. Und das, was hier rot ist, hat die Behörde übernommen in ihre Bewertung. Aber noch viel spannender ist es, wenn Sie den Behördenbericht, wo haben wir dieses Dokument, das müsste da, oder habe ich das hier? Ah ja, das habe ich da. Das ist der Behördenbericht. Und da finden Sie so gut wie nichts Weißes. Also es gibt keinen Satz in diesem Kapitel, der sozusagen von der Behörde kommt und nicht von Monsanto übernommen worden ist, außer die gelben Teile, die gelbe Markierung kommt von der Behörde selber und zeigt, dass das später noch eingefügt wurde. Das heißt, das sind Studien, die sind zu einem Zeitpunkt erst eingereicht worden, nach dem Zulassungsantrag. Das heißt, der Zulassungsantrag konnte diese Studie nicht beinhalten, da konnten sie nicht aus dem Zulassungsantrag abschreiben. Ja? Und das noch schlimm ist zum Beispiel, dass da, wo es Hinweise gibt darauf, bei all diesen Kapiteln, und das sind jetzt, genau, welche Kapitel sind das? Das ist nicht irgendeine Nebenfrage, jetzt physikalisch-chemische Daten. Da geht es hier konkret um die Frage, schädigt Glyphosat die Erbsubstanz?
Und zwar in unabhängigen Studien. Also das sind die Kapitel zu der wissenschaftlichen Literatur und nicht zu den Herstellerstudien, die Monsanto selber gemacht hat. Und das gibt den klaren gesetzlichen Auftrag seit 2009 eben, auch diese wissenschaftliche Literatur zu bewerten. Und hier haben sie aber eben keine eigene Bewertung gemacht, sondern die Bewertung, die Monsanto vorgeschrieben hat, im Zulassungsantrag übernommen und Hinweise darauf, dass das von Monsanto kommt, rausgelöscht. Das heißt, wenn im Original drin steht, Response GTF, das heißt Antwort oder Kommentar von der Glyphosat Task Force, das ist das Konsortium der Hersteller, dann hat das BfR diesen Satz nicht kopiert, sondern da hat es stattdessen geschrieben, additional comments, also weitere Kommentare, sodass man als Leser der Meinung ist, ah ja, das ist natürlich der Kommentar dessen, der das geschrieben hat. Und wer hat das geschrieben? BfR, im Auftrag der Kommission. Also das halte ich persönlich für eine Täuschung, ja, für eine bewusste Täuschung. Könnte man nicht auch sagen, kriminell? Oder muss man da vorsichtig sein? Wahrscheinlich muss man da vorsichtig sein, ja, wenn man nicht geklagt werden möchte. Aber ja, meiner Meinung nach ist es kriminell. Und es ist nicht nur meine Meinung, sondern die bewusste Täuschungsabsicht, ja, im Sinne eines Eventualvorsatzes. Ja, ich bin jetzt kein Jurist, aber das hört sich an nach etwas, was ich jetzt in die Richtung durchaus kriminelle Absicht tun würde, steht im Gutachten des Sachverständigen und Dozenten Dr. Stefan Weber, der Medienwissenschaftler an der Universität Salzburg ist und der im Auftrag von Global 2000 ein Plagiatsgutachten gemacht hat und festgestellt hat, der Bewertungsbericht der Behörde ist in den untersuchten Kapiteln ein eindeutiges Plagiat des Zulassungsantrags von Monsanto. Okay. Wird spannend sein, was sich in den nächsten Wochen, Monaten noch tun wird. Sie sind am 20. November bei einer Anhörung dabei. Da geht es um eine Bürgerinitiative, wo Sie festes Mitglied sind. Mögen Sie darüber noch was sagen? Ja, die Bürgerinitiative Stop Glyphosat ist, und das sind wir, glaube ich, alle sehr stolz und überrascht auch gewesen, dass wir innerhalb von 4,5 Monaten über 1 Million Unterstützungserklärungen aus Europa bekommen haben für unsere 3 Forderungen. Stop Glyphosat, also keine Wiederzulassung. Zweite Forderung, Reform des Zulassungssystems, dass die Studien der Hersteller nicht mehr als Geschäftsgeheimnis der wissenschaftlichen Kontrolle entzogen werden dürfen. Ja, das ist ja völlig absurd, ist aber Faktum. Und auch, dass die Hersteller nicht selber sich ihre Studien selber machen oder beauftragen können, sondern dass die Beauftragung über eine dritte Stelle passiert. Also zahlen sollen es die Hersteller, das ist eh klar. Aber dieser Interessenkonflikt, der da eingebaut ist und der nur einem nützt, ja, dem, der gefährliche Produkte vermarkten möchte, also das ist natürlich auch nicht die Absicht, die wollen einfach Geld verdienen, aber wenn das Produkt gefährlich ist und sie Geld verdienen wollen und es mit dem anderen Produkt nicht geht, weil man halt kann das, ja, dann ist dieser Interessenkonflikt da und das darf nicht kommen. Und vor allem darf ein Hersteller wie Monsanto diesen Interessenkonflikt nicht auf ein Labor übertragen. Und die dritte Forderung war, nicht selber aussuchen dürfen, wo man sein Pestizid zulässt, weil, also das habe ich auch, beziehungsweise haben das eigentlich meine Kolleginnen beim BUND in Deutschland herausgefunden, die gleichen Herrschaften, ja, die jetzt im Jahr 2015 und 2014 gesagt haben, es gibt überhaupt keine Hinweise für eine krebserregende Wirkung von Glyphosat, haben das auch 2011 gesagt, nämlich dass Glyphosat harmlos ist, 2004 gesagt, dass Glyphosat kein Problem darstellt, 2002 und 1998, glaube ich, ja, immer mit unterschiedlichen Hüten auf dem Kopf, ja. Jetzt waren sie es als die Vertreter des berichterstattenden Staates Deutschland für die Kommission, BfR, Bundesinstitut für Risikobewertung. Dann waren sie es bei einem WHO-FAO-Gremium, zweimal, 2004 und 2011. Und schon bei der ersten europäischen Bewertung waren es die gleichen Personen. Und da ist halt auch die Frage, zum einen, wenn man es jetzt ganz unschuldig sieht, wenn die einen Fehler mal gemacht haben, sind sie dann wirklich sehr motiviert zuzugeben, dass dieser Fehler mit all seinen Konsequenzen, ja, ihnen unterlaufen ist, ja, wo sie ja nicht, also ich meine, die Fakten sind auch 1999 sehr klar am Tisch gelegen, ja.
Und die andere Frage ist die wirklich der Beeinflussung. Und die Industrienähe auch von dieser Abteilung in der Behörde und auch von einzelnen Personen, auch mit der habe ich mich in meinem Buch auseinandergesetzt, die ist auch belegt. Okay. Vielen Dank für die ganzen Informationen und ich wünsche Ihnen ganz viel Glück, uns allen wünsche ich ganz viel Glück und ich finde es toll, dass Sie aktiv werden. Und wer selbst aktiv werden möchte und sich ein eigenes, unabhängiges Bild machen möchte, dem kann ich nur das Buch empfehlen, Die Akte Glyphosat von Dr. Helmut Burtscher-Schaden. Es zeigt auf, wie Konzerne die Schwächen des Systems nutzen und damit unsere Gesundheit gefährden. Und wer daran interessiert ist, noch mehr Reportagen und Interviews zu sehen, die nicht im öffentlich-rechtlichen Fernsehen zu sehen sind, der kann gerne meinen Sender abonnieren, Freidenker TV. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns auf dieser Plattform wiedersehen. Bis bald.